Was für Ziele hast du denn mit deiner Kunst? Ziele. Hast du Ziele? Es ist einfach schön zu malen. Ich lasse mich fallen, es tut mir gut. Ich vertiefe mich da vollständig drin. Es ist Entspannung. Und wenn du danach fragst, was ich anderen Leuten geben will, dann vielleicht einfach Freude an den Bildern, mehr nicht. Ja. Aber für dich ist es hauptsächlich Entspannung. Das ist Entspannung, das Wichtigste. Entspannung, ja. Also man könnte sagen, mehr ist es eigentlich, es ist glücksbringend. Es macht schlichtweg glücklich. Mich macht es glücklich. Also auch wenn ich mit manchen Bildern richtig gehend kämpfe. Warum das? Naja, also wenn ich halt abstrakt male, das ist der große Unterschied zum Realistischen. Beim Abstrakten, da weiß man ja nicht, wann das Bild was wird. Beim Realistischen ist eigentlich alles klar. Ne? Da weiß man genau, welche Linie jetzt wohin kommen muss und welcher Schatten und so weiter und so fort. Das ist alles gegeben. Und ja, während die beim Abstrakten, da fange ich ja mit irgendwas an und dann finde ich das Bild hässlich, nichtssagend möglicherweise. Ne? Und dann male ich drüber und nochmal drüber und nochmal drüber. Ne? Und irgendwann ist es dann halt fertig. Dann kann man Ja. es so lassen. Ja, ich mache das dann sogar mit Absicht. Ne? Ich lasse dann alte Teile drunter. Ne? Zum Beispiel sieht man hier, wie die alten Farben unten rausgucken. Ne? Und dadurch kriegt das Bild Tiefe. Wird denn ein Bild für dich jemals fertig oder kannst du jetzt auch mal zum Beispiel sagen, okay, ich male jetzt in 10 Jahren an diesem Bild nochmal weiter oder so? Es gibt Bilder, die sind irgendwann, da sage ich, so muss es bleiben. Ja, da will ich gar keinen Strich mehr verändern. Zum Beispiel da würde ich überhaupt nie irgendetwas dran ändern mehr. Ne? Also irgendwann sagt das Bild quasi zu mir, jetzt bin ich fertig. Ne? Und dann gucke ich es an und sage, was es ist. Ne? Also bei diesem Bild habe ich zum Beispiel übrigens mit den Materialien gemalt, das sieht man auch seitlich am Bild, da guckt Heu raus. Ja, ne? Hi. Ja, hier. Aha. Und in dem Bild sehe ich zum Beispiel ein Faungesicht hier. Hier. Das ist das Gesicht von dem Faun. Hier ist die Nase, Auge, Mund. Ja. Aber wenn man das länger anguckt, sieht man überhaupt einige Gesichter auf dem Bild. Ne? Und das habe ich halt gern bei diesen Bildern. Also für mich sind diese Bilder wie Wolken, in denen man immer was sieht. Ne? Oder sehen kann. Und das wechselt auch manchmal, kippt um. Und plötzlich sieht man was ganz anderes. Ne? Möchtest du, dass der Betrachter irgendwie eine Rückmeldung gibt oder so, oder ist dir das eigentlich vollkommen egal, was mit dem Betrachter ist? Ja, ich finde es natürlich schön, wenn es dem Betrachter gefällt und er das Motiv ansprechend findet oder inspirierend oder wenn ihn das Motiv nachdenklich macht. Aber ansonsten ist es vielleicht einfach eine Freude, die ich teilen will, ne, am Malen. Ich habe eigentlich keine Botschaft in dem Sinne. Vielleicht das Leben ist schön. Was nicht heißt, dass man keine Probleme sehen muss. Ich male auch Bilder, die sich mit Problemen auseinandersetzen. Also, du hast dann auch praktisch ein Thema, an das du denkst, und das möchtest du Nein, dann das nicht? überhaupt nicht. Ne? Also ich male das Bild und plötzlich sehe ich ein Thema. Magst du denn dann weiter auf das Thema hin oder magst du einfach so was? Sehr oft passiert es mir, wenn ich aufs Thema hinmale, dass dann das Thema leider verschwindet, ja, und ein ganz anderes Thema entsteht, ja. Manchmal band mich das Thema so stark, dass ich aufs Thema hinmale. Also bei diesem Bild habe ich zum Beispiel das Thema gesehen: Krieg, Sterben, Trauer, Tod, Feuer. Und deswegen habe ich das Bild genannt: Vergessen, verloren, verdammt. Und habe es all denjenigen gewidmet, die in unsinnigen Kriegen gestorben sind. Also da drüben sehe ich ein Kreuz, ja. Und hier sehe ich zwei Trauernde und dann noch eine Trauernde im Grunde genommen.
Und das ist halt das Feuer, das da lodert und da verbrennen irgendwie Häuser oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, das Bild, das hatte ich nicht vor im Vornherein. Haben diese Bilder eine Geschichte für dich? Ja. Also gerade zum Beispiel bei diesem Bild. Erstens die Unterschiedlichkeit der Sichtweisen. Ne? Das ist übrigens mit Stoff. Ne? Da habe ich irgendwelche alten Kopfkissen zerrissen und verarbeitet. Ja. Und das Bild hatte ich ganz unterschiedlich. Am Anfang hatte ich das mit Schnüren umwickelt. Ne? Und der Stoff ging über das ganze Bild. Dann habe ich ihn abgeschnitten und die Ränder anders bemalt. Da sieht man hier links diese schwarze. Ne? Das hat mir dann gefallen. Ne? Und ich sehe in dem Bild eine Madonna. Ja. In der Mitte das Grüne, das ist das Gesicht, da sehe ich die Augen. Ne? Und rundherum sehe ich die langen Haare und das sieht für mich sehr sanft aus. Und für meinen Freund, der kann das Bild überhaupt nicht leiden, da ist es ein Krieger mit einem weit aufgerissenen Mund, ja, ne? Der den Arm hochreckt, ja, ne? Und zum Angriff brüllt. Ja, ne? Das hat mich am Anfang sehr erstaunt. Ich sehe immer die Madonna. Ja. Ich kann das andere gar nicht sehen oder kaum. Ne? Allerdings bei bestimmten Lichtverhältnissen kann ich auch den Krieger jetzt plötzlich sehen mit dem aufgerissenen Mund. Der muss irgendwo hier sein, der aufgerissene Mund. Ja. Du hast ja gesagt, dass das dein Lieblingswerk von dir ist. Was stellt es jetzt dar? Das ist für mich ein Bild. Währenddem ich es gemalt habe, ist immer mehr so das Thema entstanden, Gewalt, sexueller Missbrauch gegen Kinder. Also das hat sich so ergeben. Zuerst war das Bild hauptsächlich gelb. Ja. Und da waren wie so braune, vertrocknete Baumstämme drauf. Ja. Dann bin ich mit Schwarz drüber gegangen und mit dem Weiß, ne, und dann entstand dieses Kreuz. Ja. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, hier würde sozusagen jemand stehen, der aggressiv ist. Ja. Und dann habe ich das Blut so drüber laufen lassen und das ganze Bild nenne ich deswegen Anklage. Ne. Also das ist während des Malens entstanden. Also dieses Bild ist das Unterteil eines selbstgebauten Bettes. Mhm. Und das hatte erst 1 Meter mal 2 Meter. Dann habe ich es irgendwann verbreitert. Ja. Und dann kamen diese Bretter dazu. Und das sind hier so Klötzchen. Das waren die Fugen von so Dreiecken, die stehen dort. Ja. Das waren die Beine von dem Bett. Ne. Und als ich das Bett nicht mehr gebraucht habe, ja, dachte ich mir, das ist eine klasse Malfläche. Ne? Ich bin dann noch gefragt worden, warum ich nicht die Rückseite verwende, die also platt ist. Ja, ja. Glatt. Und ich habe mir eingebildet, ja, das ist doch genau richtig, dass da schon so viele Strukturen sind. Ne? Also das macht es einfacher. Das war aber gar nicht so. Ne? Also es war unheimlich schwierig, das Bild zu malen. Ich habe also monatelang das Bild gemalt und dann waren erstmal nur immer lauter Einzelbilder, denn diese Querbretter, die haben unglaublich getrennt. Ne? Und es gab irgendwie nichts, wie ich das verbinden konnte. Ne? Und dann war ich kurz davor, nach mehreren Monaten, dass ich das Bild umdrehen wollte, ne? Und auf der Rückseite malen wollte. Ne? Und dann kam ich plötzlich auf die Idee, von oben bis unten diese Figur durchzuziehen. Ja. Ja. Und dann hat es plötzlich gestimmt für mich. Und die waren erst schwarz, ja. Dann habe ich das noch blau und grün und gelb dazu gemacht, dadurch wurden sie lebendiger. Ja. Und dann habe ich angefangen, Figuren drin zu sehen. Also da stehen irgendwelche Kerle mit großen Nasen, ja, und haben eine Pistole und da ist ein Kaktus, ja, und da ist eine Ente. Da hinter dem Spachtelmasse steht, ist ein Krokodil zu sehen. Ne? Und da oben sitzt jemand mit einem langen Schwanz, also auch irgend so ein Tier. Ne? Und die alten Bilder, die vorher unten drunter waren, ist so ein Fenster und ein Schloss. Ja?
Und da ist, sind Pyramiden, dort sehe ich sowas Ähnliches wie einen Hund. Da sehe ich nochmal ein Pferd. Ja. Und ich hatte dann so das Gefühl, ja, das ist sozusagen Gelnhausen, die Oberstadt. Ne? Und jetzt kommen die grünen Unholde in die Oberstadt gesogen. Da ist mir das Lied eingefallen, spiel doch mit den Schmuddelkindern. Ne? Ja. Mhm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? Bleib bei deinen Brüdern, bleib doch in der Oberstadt. Ja, ne? Mach's wie deine Brüder oder so ähnlich. Ne? Also das sind die Schmuddelkinder, die die Stadt erobern. Ne? Und da ist mir der Name eingefallen, einfach so Wantussi. Ne? Völlig ohne jegliche Bedeutung. Ne? Einfach nur vom Klang her. Da bin ich zwar gefragt worden, was das sein soll, ob das was mit Tussi und Tusnelda zu tun hat, ja, ne? Aber hat es nicht. Für mich klingt Wantussi irgendwie afrikanisch, ja, ne? Also so archaische Kräfte, ja, ne? Die jetzt den gesitteten Bürgern Angst machen. Mhm. Wo kann man deine Bilder denn betrachten? Also hast du irgendeine Galerie oder so? Ja, es gibt eine Dauerausstellung, da fahren wir nachher hin. Ja. Das ist in Frankfurt in der Gerbermühlstraße 9, Kanzlei Nius und Kogo-Büro hier. Mhm. Und dort hängen ca. 60 Bilder von mir, die man ständig an Werktagen zu normalen Geschäftszeiten anschauen kann. Mhm.